Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Paintbook Podcast. Mein Name ist Roger Hassler und ihr ahnt es schon, heute testen wir natürlich wieder ein neues Pen-Display. Diesmal von der Firma XP-Pen und das ist hier nigelnagelneu noch komplett eingepackt. Es handelt sich dabei um das neue Modell Artist 16 Pro. Das Ganze hat hier quasi eine 15,6 Zoll Größe in Full HD. Und das Besondere hier bei diesem Modell ist, wir haben hier einen 92%igen Adobe RGB Farbraum. Also richtig schön bunt, farbecht und das ist natürlich hier zu dem Preis eine gute Sache. Wir haben hier außerdem 8 Funktionstasten und eine Drucksensitivität von 8192 Druckstufen. Es werden eine ganze Menge Features mitgeliefert. Wir haben noch einen zweiten Stift dabei, einen Handschuh, verschiedene Adapterkabel. Aber das gucken wir uns in den nächsten Minuten einmal ganz genau an. Ja, bevor es dann also endlich losgeht, vielleicht noch zur Info. Wer noch weitere Informationen haben möchte zum Thema digitales Malen, dem sei hier mein neues Buch Digitales Malen für Einsteiger zu empfehlen in der zweiten Auflage. So, aber jetzt geht's endlich los mit der neuen Folge und dem Artist 16 Pro. Ja, dann schauen wir uns erstmal an, was dem Paket beiliegt. Also hier ist noch so eine Holzplatte vorne drauf, damit nichts kaputt geht. Und dann haben wir hier gleich Bedienungsanleitungen und nochmal so ein Putztuch. Also ganz praktisch und ihr seht, es ist also wirklich gut eingepackt. Da passiert also beim Transport nichts. Hier sehr hartes Schaumstoff und dann haben wir hier auch schon das Tablet. Und da sieht man da nochmal die Schutzhülle drumherum. Und auf der Seite, da gibt es dann noch ein weiteres Paket. Da sind dann die weiteren Zubehörteile und Anschlussmaterialien enthalten. Hier zum Beispiel nochmal so ein Handschuh, damit man über die Oberfläche gut gleiten kann. Dann hier ein Stromkabel. Dann in dieser Tasche gibt es dann den Stift, das Stift-Case mit integrierten Halter. Ja, also sehr nett gemacht, ganz praktisch. Und da kann man halt also auch nichts kaputt machen unterwegs. Dann gibt es hier noch weiteres Anschlussmaterial für den Strom, dann ein HDMI-Anschlusskabel, dann noch ein HDMI-Kabel als solches, USB-Kabel und auch das Aufladekabel für die Stifte. Dann gibt es noch, was ich auch cool finde, einen weiteren zweiten Stift dazu, falls mal einer verloren geht. Und nochmal separat extra USB-Kabel und Aufladekabel, falls mal eins flöten geht. Ihr seht auf dem Aufkleber, man kann also hier die aktuellen Treiber direkt von der Herstellerwebsite runterladen und zusätzliche Informationen kann man halt auf der Facebook-Seite vom Hersteller bekommen und dafür gibt es so einen QR-Code direkt hier auf der oberen Seite der Verpackung. So, jetzt ziehe ich zum ersten Mal hier die Oberfläche runter und dann gibt es hier einmal eine so eine Schutzfolie und da kommt dann die Anti-Glossy-Schicht zum Tragen, damit man halt weniger Reflexion bekommt. So, hier sehen wir den Anschluss. Das heißt also, ich stecke als erstes mal hier den Stromstecker in die Mitte hinein. So, dann haben wir auf der linken Seite dann einmal den USB-Anschluss. Der ist wichtig, damit die Stiftdaten übertragen werden. Und für das Bildsignal gibt es gleich einen HDMI-Anschluss. Wenn man da kein HDMI-Kabel halt hat, dann kann man da auf der anderen Seite des Rechners natürlich auch noch einen Adapter halt verwenden und so jetzt kann ich hier direkt den HDMI erstmal mit verbinden. Und ihr seht hier auf der Rückseite von dem Mac Mini, da gibt es auch nach wie vor so einen USB-Anschluss, da kann ich also dann das Signal mit anschließen und wir brauchen hier natürlich den Gegenpol, also kommt hier das HDMI-Kabel rein, alternativ dann dementsprechend ein Adapter, wenn man dort andere Grafikkartenanschlüsse hat. Ja, dann kann ich das Tablet wieder auf die richtige Seite stellen und mit dem Griff kann man die unterschiedlichsten Winkel einstellen. Das sieht man jetzt also auch hier nochmal. Also ich kann hier sehr, sehr viele verschiedene Winkel einstellen, sodass man da halt in einer angenehmen Malposition ist oder aber ganz aufrecht, damit man den Artist 16 Pro als Zweitschirm verwendet.
Auf der rechten Seite gibt es dann den Ein- und Ausschalter und 4 weitere Knöpfe, um durch das On-Demand-Menü des Displays zu schalten und hier nochmal Helligkeiten und Kontraste einzustellen. Auf der linken Seite, da gibt es dann 8 Funktionstasten, die man einzeln belegen kann. Die sind dann voneinander nochmal so ein bisschen getrennt und so kann man es jetzt ganz gut merken. Ja, des Weiteren, wie wir schon gesehen haben, liegt da eine Verpackung bei, also eine Stiftbox, und dies auch gleichzeitig ein Standfuß. Da kann man also sehr gut den Stift positionieren und der Stift hat 2 Funktionstasten, die man einzeln belegen kann, und auf der Rückseite ein Loch, um den Stift mit Strom zu versorgen bzw. aufzuladen. Das macht man halt alle paar Wochen einmal ganz kurz und dann kann man da lange mit arbeiten. Und sehr praktisch, es gibt noch einen zweiten Stift dabei. Auf der anderen Seite der Verpackung, da gibt es die Ersatzstiftspitzen und auch ein Tool, um die Stiftspitzen herauszunehmen. Eine DVD mit dem Treiber liegt der Verpackung nicht mehr bei, denn nicht jeder Rechner hat mehr ein CD-ROM-Laufwerk. Daher sollte man auf die Website des Herstellers gehen und da gibt es hier speziell für das Artist Display 16 Pro einen Treiber. Den gibt es für Windows 7, 8 und 10, allerdings auch für Mac von 10.10 bis 10.14. Hier sind einmal die tagesaktuellen Treiber drauf, auch ältere Versionen, falls mal irgendwas mit dem ganz neuen nicht so hundertprozentig funktioniert. Also hier lade ich den aktuellen Treiber dann für meinen Mac runter. Das geht also recht zügig und dieser wird dann im Downloads-Ordner abgelegt. Die Installation wird dann mit einem Doppelklick auf das entsprechende Installationsfile ausgelöst. Hier nochmal ein Doppelklick und dann startet der Installationsprozess. Hier sucht man halt einmal die Quelle aus, wo es installiert werden soll. Und dann muss man natürlich hier nochmal sein Passwort eingeben, damit man es installieren darf. So schnell geht das. Einmal auf Schließen und wenn man möchte, kann man den halt in den Papierkorb legen und schon ist man halt auch direkt in den Pen Display Settings drin. Da gibt es einen besonderen Knopf unten im Treibermenü, da kann man nochmal auf ein zusätzliches PDF-Dokument für den Setup halt nochmal drauf schauen, falls man es noch nicht gemacht hat. Da ist es ganz wichtig, dass man hier in der Accessibility-Einstellung die Pen-Tablet-Settings aktiviert. Das ist also hier einmal aufgeführt in dem Dokument. Ich zeige das mal. Gehe hier also auf den Punkt Sicherheit und da auf die Bedienungshilfen und unter Datenschutz, da findet man dann den Knopf Pen-Tablet-Settings, der muss hier angehakt sein. Dafür muss man vorher das Schloss dann halt öffnen unten links. Und dann werden halt auch die Daten von dem Stift des Pen-Displays übertragen und man kann damit arbeiten. So, oben sieht man dann, Artist 16 Pro ist also korrekt installiert. Nicht verwechseln mit dem normalen Artist 16. Und ja, jetzt hier sieht man hier gleich den ersten Menüpunkt, den Stift. Da kann man dann halt alles einstellen und na, wir springen jetzt erstmal hier zu dem Monitor, das ist also auch nicht ganz unwichtig. Also man kann hier sagen, soll es auf dem großen Screen oder auf dem XP-Screen gearbeitet werden. Hier ist natürlich erstmal wichtig, dass man da auf den X-Pen-Screen einstellt, damit auch der Stift direkt nur auf dem Pen-Display arbeitet. So, die einzelnen Tasten können von dem Stift belegt werden. Hier einmal halt schon vorausgewählte, aber man kann die auch völlig individuell belegen. Das ist also kein Problem. Und ja, hier kann man auf der rechten Seite noch den Druck steuern mit so einer Kurve, das ist ganz praktisch, und in diesem Balken dann halt probieren, ob der Stiftdruck passt. So, dann gucken wir uns nochmal weiter. Die Schnellzugriffstasten, das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Die sind zwar schon voreingestellt, aber die sollen natürlich dann halt auch genau funktionieren für die Software, die man verwenden möchte. Und hier haben wir da halt die Tasten von oben nach unten, sind also insgesamt 8 Tasten. Und hier können wir nochmal die Kalibrierung zeigen. Also das ist natürlich ganz wichtig, um genau den Stift mit dem Cursor zu kalibrieren. Und da klickt man dann jeweils immer
nach den Gesichtspunkten, wie man das von seinem Gesicht aus sieht auf dem Display, auf die einzelnen Kreuze. Und dann ist der Stift auch kalibriert zu dem Monitor. Gegebenenfalls muss man das Ganze nochmal wiederholen. Man kann auch die Files halt importieren und exportieren. Und hier sieht man halt auch die aktuelle Tablet-Version. So, dann gehen wir nochmal in die Tablet-Settings rein. Und da möchte ich nochmal genau zeigen, wie man die Schnellzugriffstasten einstellt. Hier habe ich jetzt zum Beispiel K4 und da steht dann halt reinzoomen. Und das klappt leider nicht. Wenn man da drauf drückt, sieht man, dass es aktiviert ist. Ja, also er möchte da reinzoomen, aber das ist hier in Photoshop nicht komplett durchgeschliffen. Das liegt halt auch daran, dass hier nicht die richtigen Tastenkürzel verwendet worden sind. Deswegen muss ich das nochmal für die deutsche Tastatur direkt hinterlegen. Drück also hier zum Beispiel Command Plus für Zoom In. Und das kann ich hier nochmal direkt einstellen. Benenne das Ganze, gesagt okay. Und mache das Ganze natürlich hier mit Zoom Out auch nochmal. Also erstmal die vorhandenen Tastenkürzel löschen mit Clear. Dann gebe ich dem halt eine neue Beschreibung und Command und Minus. Damit kann man dann halt dementsprechend halt rauszoomen. Das ist hier eine andere Tastaturkürzel, also nicht davon erschrecken. Und das Ganze dann halt einmal ausprobieren gleich. Also ich gehe dann hier in Photoshop rein. Drück dann einmal die Zoom-Taste, die ich vorher festgelegt habe. Da wird dann halt auch angezeigt, das, was ich geschrieben habe. In dem Fall ja sogar falsch mit einem O. Und dann funktioniert das Ganze halt auch hervorragend. Ja, dann schaue ich mir mal die Drucksensitivität an von dem XP Pen Artist 16 Pro. Und das hat 8192 Druckstufen. Das ist also sehr feinfühlig und das möchte ich natürlich gern erstmal ausprobieren. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel, der auf Druck reagiert. So, ich muss einmal nochmal hier oben den Pinseldruck aktivieren. So, und jetzt starten wir mit Schleifen. Daran kann man also jetzt hier schon ganz gut sehen, wie feinfühlig der Stift ist. Ich kann also hier stufenlos von dünn auf dick die Linie gestalten. So, das Ganze nochmal mit Linien. Ich erzeuge jetzt nochmal eine neue Seite und dann drücke ich nur ganz leicht auf die Oberfläche, dann gibt es dünne Linien und dann drücke ich noch ein bisschen fester, dann gibt es die dicken Linien. Also auch hier sieht man, der Stift reagiert schnell und sehr präzise und sehr feinfühlig. Ja, dann wähle ich jetzt einen Pinsel, der auch auf Druck reagiert, aber nicht in der Größe, sondern auf die Deckkraft. Und ich schalte jetzt auch nochmal ein bisschen die Deckkraft und den Fluss des Pinsels nochmal ein bisschen runter und probiere jetzt nur ganz leicht aufzudrücken, dann kommt wenig Farbe raus. Und jetzt drücke ich fester auf, dann kommt mehr Farbe raus und somit kann man dann auch in einem Arbeitsgang einen Farbverlauf sehr feinfühlig gestalten. Man sieht es hier ganz schön, dass man halt von hell nach dunkel in einen Arbeitsgang arbeiten kann. Und ja, also hier kommen die 8192 Druckstufen also zum vollen Zuge und es macht also richtig Spaß. Ja, um das Ganze noch mal ein bisschen weiter auszuprobieren, kommt jetzt erstmal hier meine klassische Kugel mit Licht- und Schattengebung. Dafür arbeite ich hier auf einer extra Ebene mit einem Auswahlwerkzeug, wähle dann halt so einen Rundweichpinsel aus, der hier auf Druck reagiert, aber in der Deckkraft. So einen richtig schönen großen Pinsel. Dann nehme ich hier so einen mittleren Blauton und starte dann erstmal am Rande meiner Form und trage dann hier die Farbe erstmal leicht auf. Und jetzt sieht man schon, wenn ich nur leicht drücke, kommt wenig von diesem Blau raus. Und dementsprechend kann ich sehr leicht die Farbe einblenden. Drücke ich ein bisschen fester auf, dann kommt auch schon ein bisschen mehr Blauton heraus.
Und somit kann ich also hier die Lichter, die Lichtpunkte ganz fein auftragen und hier die Schatten dementsprechend innerhalb der Kugel ergänzen, damit diese ein bisschen dreidimensional erscheint. Ja, dann habe ich jetzt also den nächsten Blauton ein bisschen dunkler ausgesucht, arbeite da nochmal an den Rändern entlang und ihr seht, das ist wirklich ein ganz, ganz feiner Farbauftrag und ja, auch das Display, das macht hier richtig Spaß. Man sieht also hier keine großartigen Blöcke, also man sieht einen möglichen perfekten Farbabstufung der einzelnen Farbtöne, was sicherlich auch an dem RGB-Farbraum dieses XP-Pen-Tablets liegt. So, dann kommt nochmal etwas dunklerer Farbton. Dadurch wird dann halt das Ganze nochmal so ein bisschen kontuiert und dreidimensionaler mit den Schattierungen. Genau. Wenn man sich mal ein bisschen vermalt hat, dann kann man natürlich hier zum Beispiel mit der Alt-Taste, mit dem Color Picker, dann wieder eine Farbe aus dem vorhandenen Bild herausnehmen, die dann wieder auftragen. Und so muss man also nicht extra zu einem extra Werkzeug wechseln und dann wieder zurückgehen, sondern kann im Malprozess sich die Tastaturkürzel aufrufen und dann sehr schnell agieren und weitermalen. So, dann kommen jetzt so ein paar kleine Reflexionen noch dazu. Ja, genau, hier noch so ein paar kleine Lichtstellen mit rein. Ja, auch da kann man sehen, wenn man nur ganz leicht drückt, dann kommt auch nur wenig Farbe raus. In dem Fall hier so ein bisschen weiß. Und um halt so ein paar kleine Reflexionspunkte aufzumalen. Ja, dann im oberen Bereich vielleicht noch einen. Das sollte aber langen. Man sieht also hier ganz deutlich, der Stift mit seinen 8192 Druckstufen funktioniert hervorragend. So, ich löse dann die Auswahl auf. Und mit einer neuen Ebene, die ich jetzt unter die Kugel geschoben habe, kann ich jetzt noch zusätzlich mit einem Grauton einen leichten Schatten untermalen. Und man sieht auch hier, wie leicht die Farbe austritt. Und somit ist man da halt wirklich sehr gut in der Lage, auch so einen Schatten halt aufzutragen. Und das in einer Perfektion. So, jetzt kann man halt nochmal entscheiden, ob die Kugel auf der Platte liegt oder ob die Kugel schwebt. Das mache ich hier mit dem Auswahlwerkzeug, mit der entsprechenden Ebene. Und so kann man dann hier so ein bisschen spielen. Soll also erstmal hier ausreichen mit diesem Kugeltest. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an in einem Arbeitsbeispiel. So, dann gehe ich jetzt hier erstmal auf einen feineren Pinsel. Ja, nehmen wir mal hier so einen Kreidepinsel, der ist ein bisschen quadratisch, sage ich mal, volle Deckkraft. So, jetzt mache ich erstmal eine Kontur und ja, das wäre so jetzt hier eine Möglichkeit, um die Konturgebung halt aufzutragen für meine Skizze. Aber ich habe mich dann nochmal umentschieden und zwar arbeite ich jetzt mal mit dem Polygonlasso und da entstehen jetzt hier Konturen von Gebäuden und von einer Landschaft und jetzt kommt jetzt hier mit so einem Kreisauswahlwerkzeug noch eine Kugel hinzu und dann kann ich das Ganze natürlich sehr schnell mit Farbe füllen und dann wiederum mit einem Pinsel überarbeiten, um halt dieser ersten Formgebung weitere Komponenten hinzuzufügen und erstmal halt dieses soulettenartige Motiv zu erzeugen und um mich davon auch zu überzeugen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt kommen also weitere Details hinzu. Ich radiere quasi innerhalb aus dieser Form heraus Farbbereiche weg und dadurch bekommen die Gebäude eine ganz andere Optik. Ich kann also Geraden einbauen, kleine Details einbauen. Also ich muss nicht nur negativ arbeiten, ich kann also auch hier wieder positiv arbeiten, also wieder mit Farbauftrag und zum Beispiel die Hügel noch mehr Kontur geben. So, ich habe mal ein paar andere Ebenen noch vorbereitet. Hier sieht man halt so meine Grundkomposition von diesem futuristischen Bild mit so einer kleinen Insel. Und dann kommt als nächstes erstmal noch so ein Foto im Background, damit man erstmal so eine Grundfarbigkeit hat. Und dann im nächsten Schritt geht es halt darum, noch weitere Strukturen in diese Gebäude hineinzubringen. Und das kann ich jetzt hier über so eine Maske machen.
und kann da auch mit der Deckkraft so ein bisschen spielen und suche mir da erstmal einen entsprechenden Ausschnitt aus. Und das Ganze wird dann in diese Form, die ich vorher aufgemalt habe, hineingepastet. Und dann kann ich halt mit weiteren Pinselstrichen Schattierungen hinzufügen, Bereiche des Motivs herauslösen oder hier die Kugel so ein bisschen zu schattieren, damit man da ein bisschen diese Lichtzuordnung noch genauer hat. Ja, mit weiteren Strichen kann man hier noch weitere Details hinzufügen, aber das sollte jetzt hier erstmal auch lang. Ihr seht also, mit dem XP-Pen Artist Pro in 16 Zoll macht das Arbeiten hier richtig Spaß und man hat also wirklich eine sehr gute Optik und sehr feinfühlige Wiedergabe seiner Malstriche. Jetzt seht ihr hier, kommen also noch weitere Details hinzu, ein paar Lichter und ja, so geht das Ganze dann halt weiter. Da kommen halt weitere Ebenen hinzu mit Bergelementen, mit Strukturen und so arbeite ich mich hier durch mein Motiv hindurch mit kompositorischen Elementen, aber halt auch mit zusätzlichen gemalten Motivelementen. Hier zum Beispiel weitere Lichtkanten, die ich dann halt mit dem Wischfinger gleich wieder ineinander wische, damit dann halt eine malerische Struktur entsteht und die Farben ineinander greifen. Mit meinen zuvor festgelegten Funktionstasten zoome ich also problemlos im Malprozess in das Motiv hinein und kann zum Beispiel hier mit einer festgelegten Taste den Color Picker auswählen und dann direkt weitere kleinere Details in meinen Gebäudeelementen hinzufügen. Hier zum Beispiel irgendwelche Schläuche, paar Schatten und so weiter. So, ich hoffe, euch hat der kleine Test zum XP-Pen Artist 16 Pro gefallen. Ihr seht, es ist ein cooles Gerät mit 8192 Druckstufen, 8 Funktionstasten, einem Adobe RGB Farbraum von 92%, eine Beschichtung, damit es nicht glänzt, 2 Stifte liegen dabei und viele weitere Features. Das Ganze für 429 Euro. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lässt. Und ich sage mal, bis zur nächsten Digital Paintbook Podcast Episode, euer Roger Hassler.